Die Tränenmond, das ist ja eine. So, komm, dann kannst du ja mal ein bisschen schneller machen. Schneller machen, schneller machen, schneller machen. Und dann kannst du ja auch mal verdorbenes Essen ausräumen. Das sind bestimmt die Hamburger. Kann man da vielleicht öffnen? Die Carbonara sind verdorben. So, weißt du, Tränenmond, wenn du schon mal dabei bist, Hygiene, ach komm, dann kannst du auch noch mal ganz schnell duschen. So, der Fridolin braucht ja eh noch ein bisschen, bis dahin bist du bestimmt fertig. Und dann kannst du ja mal hier einfach schon mal den Garten pflegen, mal gucken, ob das Gießen mit dazugehört, ich weiß es nicht genau. So. So, Tatsache, jetzt gießt sie die Blume und der Tomatenstrauch ist gepflegt. Und was kann sie denn jetzt machen? Spaß, 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 Spaß. Vielleicht die Fische füttern und schon wieder ein toter Fisch. Moment. Musste gerade husten. Toter Fisch, toter Fisch. Ach, natürlich. So, das war der kürzeste Schulblues ever und Fridolin muss auf jeden Fall erstmal, bevor er jetzt in die Schule fährt, da schleicht er wieder rum, das gibt's doch gar nicht. Ja, 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 Sekunde, alter Mann ist kein D-Zug. So, da kommt er jetzt auch endlich mal zum Schulbus, ohne dass Frikadella ihn daran hindert, in die Schule zu fahren. So, die kann ja ruhig mal ihren Spaß wieder auf Vordermann bringen. Einen Geist sehen. Dass sie sich mit dem Kunibert nicht so schnell verträgt, das dauert hier ganz schön lange, ne? Karriere-Einfallspinsel. Hm. Ach, guck mal, einladen nach, das ist ja auch cool. Laden wir den Kunibert mal ein, entweder in den Park oder ich weiß ja auch nicht. An den Strand, ins Fitnesscenter. Komm, laden wir den mal in den Stadtpark ein, mal gucken, was passiert. Dann müssen wir nicht immer zu dem nach Hause fahren. Huch, hallo? Klar, klar, hört sich gut an, Alter. Bis dann, ne? So, Frikadella ist schon wieder auf der Brunft. Huch, so schnell komme ich da gar nicht hinterher. Oh, jetzt wollte ich die Rechnung gerade bezahlen. Kann man das von hier aus machen? Nein. Naja, dann müssen wir dran denken, sonst kommt der Gerichtsvollzieher. Mal gucken, ob wir dran denken. So, Frikadella hasst ja die Natur. So, könnt ihr hier vielleicht spontan ein Date machen? So, ich mache hier mal wieder auf normale Geschwindigkeit. So. Hallo? So, ich mache hier mal einfach irgendein Zeug, ne? La 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 la, romantisch. Nam nam nam, du riechst nach Ölgrütze. Oh, die bändeln miteinander an. Ach, guck mal, wie er sich freut. Der Kunibert. No. Du bringst mein Blut in Wallung, Alter. Bei dir werde ich zum Vollblutrind. Kunibert hält Frikadella für sehr verführerisch. So, könnt ihr jetzt vielleicht in die Wolken gucken oder irgendwas hier vielleicht mal gestehen, sich angezogen zu fühlen? Hast du Buletten in der Tasche? Ich fühle mich so zu dir hingezogen. Verstehst du? Aus dir mache ich Hack. So, Frikadella Schlömpel hat Kunibert Schlömpel ihre Gefühle gestanden. Sie wird sich immer an ihre schwitzigen Hände und Achseln und Füße und Beine und alles andere erinnern, als sie ihre Gefühle erklärte. So, mal gucken.
Frikadeller Schlömpel hat eine Romanze mit Kunibert Schlömpel begonnen. Dieses Beziehungsstadium ist der Anfang neuer, amoröser Erinnerungen. Die hatten ja schon mal welche, ne? Für die, die Sims noch nicht so lange gucken. Erster Kuss. Na, oh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Ach, ich weiß ja nicht. Niyaka. So, komm, ich walk dich mal durch wie ein gutes Rumpsteak. So, hier noch ein bisschen. Ach, und da noch ein bisschen. So. Gut, ne? Der ist voll Knorke. Du kannst mal mein Federchen kitzeln, Alter. So, romantisch verliebt umarmen können wir noch mal machen. Romantisch. Ach ja, Händchen halten. Oh Gott. Oh, mit Frikadella Händchen halten. Und erster Kuss. Oh Mann, der Kunibert, dem wird im Leben auch nichts geschenkt. Ach komm, machen wir das einfach mal. Uiuiuiui. Oh komm, ich drück dich mal in meine Bauchfalte. Zardosi. Deine Hände sind wie kleine Schnitzelchen. Und deine Finger sind wie Frankfurter Käsewürstchen. Oh, du kleiner Romantik. Oh. Frikadella Schlömpel hat ihren ersten Kuss bekommen. Dieses zuerst zögerliche Aufeinandertreffen zitternder Lippen ist eine Erinnerung, die ein Leben lang erhalten bleibt. Gut, ich meine, die haben sich schon mal geküsst. Die sind ja eigentlich von der Story her schon verheiratet gewesen. Aber naja, das ist halt einfach. Ach, das ist so schön. Kunibert hält Frikadella für absolut unwiderstehlich. Wahrscheinlich ist er an ihrer Umlaufbahn gefangen oder so. Was können wir denn da jetzt noch machen? Romantisch. Ins Ohr flüstern. Ich beiß dir ins Ohr wie Mike Tyson. So, ach, ist das schön hier. Guck mal, romantisch. Feste Beziehungen vorschlagen möchte ich gar. Gleich wird sich einer einen Leistenbruch holen. Wart mal ab, du. Uli, Uli. So, ich glaube, der Kunibert kann nicht mehr geradeaus laufen. Das geht gar nicht mehr. Um Gottes Willen. Rumschmusen. Na komm, dann schmust ihr mal rum, ihr beiden Rumschmuser. Hey, komm mal ran, ihr. Erdballabello. Ich lutsch dir den Sülze aus dem Kopf, Alter. Oh, kulturelles Interview. Die Schülerzeitung bringt ihr jährliches Kulturspezial heraus und du wurdest mit den Recherchen für den Sonderauftrag betraut. Interviewe einen französischen... Nein. So, Alter, dann... Lass mal gucken, was haben wir denn hier noch? Aber die sind immer noch so. Die sind auch nicht so richtig, ne? Ich glaube, da muss man dann so richtig feste Beziehung vorschlagen. Und dann mal gucken. Wollen wir mal? Komm, dann küssen wir doch mal. Oh, komm. Ich forme dein Gesicht wie ein Mettklops. Du schmeckst nach Snickers. 3 Tage alt. Stimmt schon. War die falsche Stimme. Okay, können die beiden, die haben jetzt ein Date, ne? Die können doch jetzt... Oh, ich weiß ja nicht. Ich muss mir hier gerade einen zurechtgrinsen, aber das ist eine Sache, die würde ich ja unbedingt gerne mal probieren, aber... wie fange ich's an? Ich gehe mal ganz kurz in den Baumodus. Ja, ich sitze hier und reibe mir gerade die Hände wie so ein lustiger Typ, der irgendwie plant, na, nicht die Weltherrschaft zu übernehmen, der böse Dinge plant. Ich plane böse Dinge. So, wir müssen hier irgendwie nach oben gehen und dem Fridolin eine eigene Bude gönnen. Machen wir das doch einfach mal zuvor. Es tut mir leid. Wir unterbrechen unsere Sendung für eine kurze Programmänderung. So, reicht, ne? Für Fridolins Bude reicht das erstmal. Der kriegt so eine Anliegerwohnung, dachte ich. So eine, die auch von außen direkt erreichbar ist. Dann muss er sich nicht dauernd rausschleichen. Hoffe ich. So, hallo?
Ist das jetzt hier ein Halbdach oder ist das jetzt... das ist gar keine ganze Wand, ne? Muss ich die erst entfernen? Wie geht denn das? Hilfe! Ich hab doch keine Ahnung, ich kenne mich doch nicht aus. Bin ich jetzt hier im oberen... Ich muss doch jetzt... Ich bin doch jetzt im oberen Stockwerk hier, ne? Ich verstehe das gerade gar nicht. Ich möchte gerne... Hä? Moment. Ich gehe mal ganz kurz aufs Dach. Das Dach vielleicht mal weg. So, alle Dächer entfernen. Da müssen wir hinterher nochmal ran. Und jetzt mal gucken, ob wir hier vielleicht noch ein Dach draufsetzen können. Hilfe. Ich bin hier noch nicht so firm unterwegs. Wand erstellen. Das ist so eine richtige... Ich verstehe das gerade gar nicht. Wieso kann ich denn hier einfach keine Wand erstellen? Da steht es immer minus 70. Achso, nee, das ist ja richtig. Also hier sind Wände. Das sehe ich ja richtig. So, Bulldozer. Ich kann die Wände aber nicht abreißen. Da kann auch kein Zwerg... Wo, ach so, vielleicht weil... Ach, vielleicht deswegen. Wie kriege ich die Bodenfliesen jetzt hier weg? Ich kenne mich doch nicht aus. Vorschlaghammer-Tool, Pipetten-Tool, erstelle ein... Ach Mensch, weg damit. Ich will das nicht ausfüllen, ich will das wegmachen. Ich kann das, ich kann die Bodenfliesen hier nicht wegmachen. Wieso kann ich die Bodenfliesen hier nicht wegmachen? Du willst mich doch verarschen. Alle ähnlichen Fliesen ändern. Okay. Ich krieg die nicht weg. Ich will doch da oben noch eine Wohnung dran bauen, aber vielleicht... Das ist merkwürdig. Ich habe keine Ahnung, warum das so komisch ist. Hier kann ich drauf bauen, aber da nicht. Also hier unten drauf. Verstehe ich nicht ganz. Okay, wo wollen wir es denn machen? Wollen wir hier hin, so irgendwie? Ich weiß nicht genau, wie man da jetzt eine Einliegerwohnung machen kann. Ich probiere es einfach mal. Wow, das wird teuer. So, das ist der Preis. Ich kann das gerade... Wow, das ist teuer. Vielleicht sollte ich die vielleicht hierhin bauen, aber ich würde gerne oben drauf eine bauen. Naja, komm, machen wir es mal so irgendwie. Vielleicht reicht es ja, ich weiß es nicht genau. Ich hoffe, es wird funktionieren. Ihr seid bestimmt Sims-Profis, ich nicht so. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Und jetzt holen wir uns mit der Pipette erstmal das Ding da und dann... Ich verstehe aber nicht, dass wir die Wand da nicht, also die Bodenfliesen nicht wegreißen können. Die gehen einfach nicht weg, egal was ich mache. Ich drücke hier auf Steuerung und da müsste man dann normalerweise alles wegkriegen, aber... Nix. Nur das alte Knötergeräusch. Kann ich dann wenigstens neue Bodenfliesen dahin machen? Ich weiß aber nicht genau welche. Metall ist immer ganz toll. Verschiedenes. Fliese, Holz, mache ich mal Teppich und dann hier einfach erstmal. Weiß ich nicht. Vielleicht eher sowas, dass zumindest ein bisschen Struktur da ist. Und dann mal schauen, dass wir hier. Was machen wir denn da für eine, für die Wand? Anstreichen.
Ich bin gerade ein bisschen überfragt, was der Fridolin wohnen könnte.